Also als allererstes danke an die Carmen für den neuen Namen. Es eröffnet mir mehrere Möglichkeiten, mich vorzustellen beim nächsten Mal. Beinhaltet also gleich mein Geschlecht. Sag er, ist keine sie, der jetzt auftritt. Und jetzt freue ich mich, meinen Text vorzutragen. Freue mich sehr, da zu sein. Und ja. Yeah. Ich bin allein. Ich bin klein, ich zeige keine Präsenz im Weltgeschehen, sie werden mich nicht sehen, nein. Ich gehe in der Masse unter, wie wenn ein Anker ins Wasser fällt, sie sehen mich nicht, auch wenn das Licht mein Gesicht erhellt. Also bleibe ich still, eingeschüchtert, weil mich niemand hören will, und ich blieb der stumme Beobachter, weil ich mich in dieser Rolle wiederfand. Ich blieb still, weil ich mir dachte, ich kann alleine nichts bewegen, also für wen soll ich aufstehen? Wonach soll ich denn streben? Und ich beobachtete, wie sich meine Freunde aufregten und ein Feuer in ihrer Brust vor lauter Frust aufbebte. Sie wurden krank. Ich war nie der Typ, der sich davon anstecken ließ, nur um darüber zu schimpfen, wollte lieber mit Taten glänzen, aber ich war doch so allein. Ich bin doch viel zu klein. Ich zeige keine Präsenz im Weltgeschehen. Sie werden mich nicht sehen. Nein. Das hat doch alles keinen Sinn, wenn diese Probleme für jemanden wie mich alleine unantastbar sind. Was mich aber aufregt, ist, dass fast jeder über diese Probleme Bescheid weiß und dennoch in dieser Scheißzeit niemand des anderen Leid teilt, sich wegdreht und ziellos vor sich hinheilt, weil man Angst hat, dass wenn man hilft, sich dabei die eigene Hand aufschürft und sich somit nur zusätzliche Probleme schafft. Und die eigenen Probleme sind wichtiger und deswegen ist es richtiger, nichts zu tun und über den Obdachlosen hinwegzusehen. Und es ist einfacher, viel einfacher, nichts gegen Tierquälerei zu sagen. Es ist einfacher, still zu sein, anstatt es irgendwann zu wagen, den Mund aufzumachen und dem Konflikt ein Ende zu setzen. Es ist das Paradies, das wir alle finden wollen, und der Weg dorthin wird leichter sichtbar, wenn auf unseren Worten Taten folgen. Denn während andere über Armut bloß diskutieren oder über einen Obdachlosen mit zerrissenen Kleidern, zerfetzten Schuhen, sind wir da und hören genau solch einem Straßenmusiker zu. Und durch die Musik wird doppelt spürbar, wie gut es diesen Menschen tut, unterstützt zu werden, und die Freude erstreckt sich bis nach oben zu den Bergen. Es sind die ganzen kleinen Dinge, die Großes bewirken können. Daran glaube ich. Verlorenes Paradies, wir kommen. Dankeschön.